Und diese beiden Styling-Teams treten heute gegeneinander an. Aisha und Mariam treffen auf Marcel und Lena. Das Gewinnerteam kann sich über einen About You Shopping-Gutschein im Wert von 2.500 Euro freuen. Gute Voraussetzungen dafür haben beide Teams. Ja. Haben uns in einer Bar kennengelernt, wo wir beide arbeiten. Geil. Cool. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich bin die Lena, ich bin 25 Jahre alt, komme aus Kirchheim-Tech. Bin Modedesignerin, Maßschneiderin und bald hoffentlich auch Produktentwicklerin Mode und habe quasi mein Hobby da zum Beruf gemacht. Mein Name ist Marcel, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Kirchheim-Tech. Ich mag es einfach, wenn Leute sich gut kleiden, wenn man sich Inspiration ziehen kann, auch was andere Leute anziehen und da auch immer was Neues auszuprobieren und da auch seinen eigenen Stil zu finden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel neue Klamotten haben, die der Partner noch nicht gesehen hat, dann kommt vor allem Marci ganz oft zu mir her und sagt so, hey, wie findest du das und gib mal einen Tipp ab. Wobei man auch sagen muss, dass sie viel von mir trägt, also auch privat. Also ob das Sneakers sind, T-Shirts, das trägt sie eigentlich auch meistens mit. Und ich glaube, wenn manchmal teure Sachen sind, wo man sich sagt, so soll ich das jetzt kaufen oder nicht, dann begründe ich das einfach und sage, so, das kannst du ja dann auch tragen. Und dann denkt man sich, okay, ist dann doch nicht so teuer. Welchen Star sie heute stylen müssen, wissen beide Teams noch nicht. Wir haben ein bisschen geredet, so wer der Promi sein kann. Wir haben gemeint, vielleicht ein Blogger, vielleicht. Okay, ich denke, ich werde schon eine Bloggerin sein. Topmodel, ja. Alte Klum. Das wäre cool. Ja. Hallo. Hi. Hi. Hi, Larissa. Hi. Marcel, hi. Grüß dich. Hi, Lena. Lena. Hallo, Aisha. Aisha, hi. Mariam. Also ich kenne Larissa von Germany's Next Topmodel, da hat die mal mitgemacht. Larissa Marold wurde vor allem durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel im Jahr 2009 bekannt. In den letzten Jahren arbeitete sie intensiv an ihrer Schauspielkarriere und ist in TV-Serien und auf der Theaterbühne zu sehen. Die schöne Blondine sprüht vor Energie und begeistert Fans und Fotografen sowohl im edgy als auch elegantem Look. Ich hoffe, dass ihr happy mit mir seid und dass wir eine schöne Zeit haben werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, ihr seid schon aufgeregt, deswegen komme ich auch gleich zur Styling-Aufgabe. Ja. Die Styling-Aufgabe lautet Rockkonzert Sweet Rebel. Perfekt. Oh, dein Thema. Könnt ihr damit was? Perfekt. Ja, er geht so gerne auf Konzerte. Echt? Ich auch. Die Styleaufgabe Rockkonzert Sweet Rebel bietet eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Von rockig leger bis sexy gewagt ist hierbei alles möglich. Also wenn da jetzt was Elegantes gekommen wäre, hätte ich, glaube ich, richtig Panik bekommen am Anfang. Aber so fand ich das Thema eigentlich relativ gut, weil man sich halt auch auskennt. Wenn ich zu Rockkonzerten gehe, ich versuche schon, feminin zu bleiben auf eine Art und Weise. Egal, was ich anhabe, sollte auch figurbetont sein. Oder wenn man mal ein Oversized-Shirt hat, dass man das so bindet, dass es einfach sexy aussieht. Es muss natürlich auch bequem sein. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, einen rockigen Look zu zaubern, der romantische, süße Elemente enthält. Jetzt dürfen die Teams noch schnell Larissas Maße nehmen. Denn bei der Outfitsuche im Fashion Store wird sie nicht dabei sein. Also ich kann mir vorstellen, dass die Aufgabe nicht ganz so einfach ist, wie sie vielleicht klingt. Weil normalerweise zu einem Rockkonzert würde jetzt jeder denken, okay, Stiefel, T-Shirt und eine Lederjacke. Ja. Ich glaube, da müssen wir dann trotzdem auch was Spezielles finden oder auch was Besonderes, damit der Look auch einzigartig ist und auch zu ihr. Also der Fashion Store, der macht mich ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein, weil es sind, glaube ich, 1000 Quadratmeter. Da wird schon ganz schön schwierig, gleich sich zurechtzufinden. Auf geht's in den Style Your Star Fashion Store. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern finden sich über 6000 Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires. Schuhe. Oh, wow. Also die würde ich dann für mich kaufen. Ich bin voll begeistert und alles so clean und schön und ordentlich. Also ich glaube, wir finden auf jeden Fall was. Ja. Ich hoffe. Die Styling-Teams haben genau eine Stunde Zeit, um das perfekte Rockkonzert-Outfit für Larissa Marold zusammenzustellen. Können ja mal so Begriffe auch schreiben. Ja. Oder so vielleicht Stoffarten, die wir ganz cool finden. Also Leder haben auf jeden Fall, oder? Vielleicht Lederjacke. Okay. Schwarz.
Zielgenau schnappt sich Marcel ein rockiges Teil nach dem anderen. Dann nehmen wir die einmal mit. Ja. Die ist cool. Ja. Lederjacke vom Rockkonzert, Klassiker. Schau mal, Lena, die werden noch abgefahren. Oh mein Gott, sind die geil. Ja, die sind richtig cool. Schau mal, die könnte man auf jeden Fall safe mitnehmen. Ray-Ban. Ja, das ist so ein Klassiker einfach. Thema auf. Du. Ich. Ja, die ist doch cool. Ist die cool? Ja. Ja. Nehmen wir mit. Ich dachte, Lena, dein Boyfriend ist nur Assistent, aber der bringt mir da schon einige ganz gute Ideen daran. Hier, schau mal. Der wäre doch perfekt, oder? Könnte eigentlich ganz cool werden. Mhm. Wenn wir beide sagen, dass es gut aussieht oder dass es ein schönes Teil ist, dann ist es auch wirklich gut. Von der Aufregung im Fashion Store merkt Larissa nichts. Sie bekommt gerade den perfekten Look von Make-up-Artist Nina. Zurück im Fashion Store. Noch immer suchen die Styling-Teams nach dem perfekten Look für Larissa. Die könnte doch mega cool werden, oder? Ja, die ist auch geil. Lena und Marcel greifen weiter zielsicher ein rockiges Teil nach dem anderen. Ist halt wieder schwarz, ne? Ist auf jeden Fall wieder schwarz. Die Lena hat ja das Fachwissen, die ist ja Modedesignerin und auch Schneiderin. Und der Marcel, der hat eher so das Gespür dafür. Und auf jeden Fall so ein Tuch. Hey, so Richtung Bandana wäre auch geil. Und das vielleicht dann einfach hinten, aus, wenn wir eine Jeans haben oder auch eine Lederhose, dass wir es einfach raushängen lassen. Vielleicht so um den Arm oder sogar in die Haare. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar in die Haare. Würde ich auch ganz cool finden. Vielleicht auch was ganz Verrücktes. Wenn wir den einfach so cool über die Schultern dann werfen. Ich glaube schon, dass ich schon Mädels in Blazern auf Rockkonzerten gesehen habe. Vielleicht nicht angezogen, aber so um die Hüfte gebunden oder locker irgendwie über den Schultern. Doch, das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt was vollkommen Absurdes. Und dann hätten wir auf jeden Fall nicht so viel Schwarz. Und wenn wir zum Beispiel was mit Leder nehmen, glaube ich, wäre das ein ganz cooles Highlight. Dann nehmen wir das mit. Ja, okay. Marcel und Lena nutzen noch die letzten Minuten im Fashion Store. Ich würde jetzt auf jeden Fall vielleicht noch auf sowas gehen und vielleicht eine Strumpfhose oder so. Vielleicht finden wir auch eine bunte Strumpfhose oder so vielleicht. Schau mal, aber die finde ich irgendwie cooler. Die Lederjacke. Mal sehen, was Marina zu der Lederjacke sagt. Ja. Ich würde die nehmen. Die ist Hammer. Hallo. Marina, hallo, freut mich. Marcel, hallo, hi. Marina, ich liebe deine Klamotten, der Rock ist so geil, wow, mega. Ich hoffe, ich liebe eure Klamotten auch. Ich auch. Seid euch sicher mit der Lederjacke? Wir nehmen sie auf jeden Fall mal mit und schauen dann einfach, aber... Können die auch tauschen gegen deine, weil die... Zum Beispiel, dann ziehe ich die Lederjacke an. Was ist für euch ein Sweet Rebel? Oder wo ist das Sweet, wo ist das Süße? Und ja, bis jetzt noch nicht. Rüschen wäre eigentlich auch ganz cool, Richtung Spitze. Cool. Also, wenn du sagst Rüsche, Spitze, da hängt noch nichts. Nee. Wir versuchen auch irgendwie noch eine Farbe mit einzubauen und das ist momentan unser Problem. Also wir wollen jetzt einfach nicht so klassisch nur schwarz haben. Mhm. Haben jetzt uns vielleicht mit einem Blazer oder so drüber, den man so cool... Flederfarben. Aber eine Lederjacke ist halt einfach für einen so Rockkonzert. So fast ein Muss, ja. Immer am coolsten. Hat man halt auch schon gesehen. Das. Also gerade die Promis, die zu uns kommen, die können sich anziehen, die ziehen sich oft für diese ganzen Events an. Da ist halt schon cool, einen gewissen Überraschungsmoment auch zu haben. Also wenn sie jetzt die Augen aufmachen und sagt, ja, hätte ich so auch gemacht. Ja, dann ist es. Fehlt uns halt ein bisschen die Überraschung. Also es ist schon, auch eine Larissa will überrascht werden. Verzettelt euch nicht, holt nicht zu viel. Ja. Weil ich sehe das ein bisschen kritisch, dass ihr das noch zu einem Look zusammen kombinieren könnt. Okay. Also lieber konzentrieren und das Thema im Auge behalten. Ja. Alles klar. Okay. Viel Erfolg, bis später. Warum ist denn das nicht so einfach, bitte? Verunsichert von Marinas Kritik suchen Marcel und Lena noch nach süßen Girly-Teilen für ihr Outfit. Nennt man den irgendwie cool? Oh, der ist schön. Ja. Der ist cool, ja, auf jeden Fall mitnehmen. Den nehmen wir mit. Was ist mit sowas, Marci? Könnte auch cool sein. Das ist cool mit den Schuhen. Ja. Ja, ein Rüschenrock auf dem Rockkonzert. Ja, wenn das gut kombiniert ist, vielleicht mit so einem Shirt und derben Boots, könnte das ganz cool sein. Das?
Nimm mit. Ich glaube, wir haben nachher 4:4. Es geht noch. Ich nehm's ab. Okay. Rucksäcke hatten wir keine, gell? Hier ist einer. Hast du da welche gesehen? Sollen wir den mitnehmen? Ja. Das ist ein feiner Look. Ich habe auch so ein bisschen die Haare seitlicher gebunden. Super cool. Ja. Und auch ein bisschen rockiger. Deine Augen haben wir auch so ein bisschen rockiger gemacht, ein bisschen edgy. Es ist nichts gerade, es ist ein bisschen dirty. Es kann auch ein bisschen schwimmen. Edgy, rockig und durch den Lippenstift. Süß. Ein bisschen feminin. Sweet. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Sehr schön, ich bin sehr happy. Ich bin total gespannt. Ich auch. Was die Kandidaten für dich ausgesucht haben. Ich hoffe, es passt. Bis gleich. Ciao. Die Zeit im Fashion Store ist jetzt zu Ende. Es bleiben den Styling-Teams nur noch 10 Minuten, um für Larissa das perfekte Outfit zusammenzustellen. Also ich weiß nicht, ich würde die Lederjacke, auch wenn die cool ist, glaube ich nicht nehmen. Nee. Die Teams müssen jetzt entscheiden, welche Kombi den Geschmack von Larissa wohl am besten trifft. Das geht ja nicht mit dem Pink. Aber wir haben den Rucksack, Lena. Ah, wir haben den Rucksack. Haben wir uns eigentlich schon für das entschieden? Ich weiß nicht, also ich finde das, glaube ich, echt am coolsten. Ja. Wir brauchen hierzu nur noch eine coole Hose. Ich glaube, das wird ganz cool aussehen. Mit der kurzen Hose? Ja. Auch bei Marcel und Lena laufen die letzten Sekunden. Zeit für die finalen Handgriffe. Fertig! Fertig. Oh mein Gott! Ich glaub, das ist gut. Also gerade nach der Info von der Marina haben wir eigentlich alles noch mal über Bord geworfen. Also ich habe es mir auch viel, viel einfacher vorgestellt. Es war am Ende dann schon ein bisschen schwieriger als gedacht. Die Styling-Teams haben sich auf je ein Outfit festgelegt. In der Garderobe wartet Larissa bereits gespannt auf das erste Team, Lena und Marcel. Hallo. Hi. Hi. Ich glaube, wir haben jetzt hoffentlich was ganz Cooles für dich rausgesucht, das dir auch gefällt. Schön. Und ihr habt alles. Ihr seid zufrieden. Ja. Dann werde ich mich jetzt mal anziehen. Genau, okay. Du darfst alles einfach mal so anziehen, wie es ist. Mhm. Und dann gucken wir gleich. Super. Viel Spaß. Dankeschön. Also am besten für uns wäre es natürlich, wenn wir jetzt gleich reinkommen, dass wir sie mega strahlend vorfinden und ihr das Outfit, dass alles passt und es ihr auch steht und dass sie einfach zufrieden damit ist. Wow. Cool. Schöne Reaktion. Ja. Zuerst ist mir natürlich der pinke Blazer aufgefallen. Pink ist ja nicht meine Lieblingsfarbe. Das heißt, ich konnte es nicht einordnen. Wobei ich mich wohlgefühlt habe im Blazer, weil er oversized ist. Hose fand ich geil, Schuhe fand ich super. Dann würde ich sagen, let's go. Ja. Sieht cool aus. Ich bin gespannt. Okay. Cool. Wir hoffen natürlich, dass es mega gut ankommt. Ja, und ich meine, es ist ja dann für uns auch ein großes Lob vor so einer renommierten Jury, also gute Kritik zu kriegen, wäre schon toll. Wie wird den drei Fashion-Experten das Outfit von Styling-Team Marcel und Lena gefallen? Hallo! Hi! Lena und Marcel! Ja. Richtig. Schön, dass ihr bei uns seid. Ja, wir freuen uns auch, hier sein zu dürfen. Geht's euch gut? Ja. Ja, jetzt schon. Was heißt jetzt schon? Jetzt Stress wieder. Vorbei. Also es war schon ein bisschen stressig. Am Anfang dachten wir uns so, wir machen es klassisch mit einer Lederjacke, vielleicht einer engen schwarzen Jeans oder einer Lederhose. Und dann dachten wir aber, oder auch besser gesagt durch den Tipp von der Marina, haben wir dann... Du hast uns inspiriert zu neuen Gedanken. Das freut mich. Genau, haben wir gedacht, bringen wir ein bisschen mehr Farbe rein, um dann auch das Thema besser aufzugreifen mit Sweet Rebel. Jetzt sind wir gespannt, ob ihr Larissas Geschmack getroffen habt. Ja, auch. Oder auch unseren. Schauen wir uns das mal an. Ja. Oh, hallo. Hallo Larissa. Hi. Und? Wie gefällt's euch? Dreh dich doch einmal. Du kannst uns nur gefallen. Also ganz egal, was du jetzt angehabt hättest. Du bist sowieso eine wunderschöne Frau. Das Styling rundet das Ganze nur ab. Wie fühlt sich's an? Gut. Also es fühlt sich sehr gut an. Ich kann mir auch vorstellen, genauso zu einem Konzert zu gehen. Ich fühle mich nicht eingeengt, aber es ist trotzdem auch figurbetont. Ich glaube, ihr habt das richtig gut umgesetzt. Also ich bin erstmal ganz sprachlos. Sprachlos? Ja. Ja. Es sind zwei Emotionen, die ein Mensch haben kann, wenn du sprachlos bist. Entweder total Desaster sprachlos oder Wow-Effekt schön sprachlos. Ich konnte es bei ihm nicht ganz einschätzen, weil er ja tatsächlich richtig sprachlos war und gar nichts gesagt hat. Wie gesagt, ich bin sprachlos. Warum bist du so sprachlos? Weil ich was ganz anderes erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Aber was genau anderes? Das wollten wir. Ja, okay. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Das hat mich ein bisschen umgeworfen. Mein erster Eindruck ist
Nicht der Beste, leider. Jetzt kommt unser Lieblingsmoment. Larissa, jetzt siehst du dich nämlich zum allerersten Mal selber im Spiel. Und jetzt siehst du den Look, den Marcel und Lena für dich gemacht haben. Und den du hoffentlich zum nächsten Rockkonzert tragen wirst. Das ist ein grauenhaftes Gefühl, sich nicht im Spiegel zu sehen und einfach neugierig zu sein und endlich zu wissen, was man überhaupt trägt, wie das wirkt. Man fühlt, ob man sich jetzt wohl fühlt oder ob man eingeengt ist oder ob es kratzt. Man spürt ja sofort, wenn du Kleidung anhast, dann macht es ja was mit dir. Aber du siehst es nicht. Rockkonzert, Sweet Rebel, das ist dein Look. Augen auf. Super cool. Okay, das würde ich tatsächlich bei einem Rockkonzert auch anziehen.